Die Rostocker Goldwerk-Galerie präsentiert eine Ausstellung des litauischen Künstlers Arvydas Kaschauskas. Er beherrscht das Zusammenspiel von Licht und Schatten. Subtile Texturen und strukturelle Kompositionen gehören zu seiner Malerei dazu. Die Gemälde von Kaschauskas sind ein Bericht über Litauen, bestehend aus vielen Serien und Einzelaufnahmen. In ihrem Kabinett zeigt die Goldwerk-Galerie außerdem Arbeiten des 2019 verstorbenen Schmuckgestalters und Malers Wolfgang Schlüter. Er nutzte eine unverkennbare Formen- und Bildsprache. Vom 28. August bis 13. November haben Besucher im Kunstmuseum Schwan die Möglichkeit, ein einzigartiges synthetisches Kunsterlebnis zu erfahren und den Impressionismus sowohl visuell als auch akustisch zu erleben. Das Kunstmuseum Schwan feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen, den 150. Geburtstag des Künstlers Rudolf Bartels sowie das 20-jährige Bestehen des Museums. Diesen wichtigen Anlässen ist die Ausstellung Mecklenburgs Monet und die Musik zum 150. Geburtstag von Rudolf Bartels gewidmet. Rudolf Bartels war nicht nur einer der zentralen Protagonisten der Künstlerkolonie Schwan, sondern gilt auch als bedeutendster Maler Mecklenburgs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung präsentiert seine Werke so, wie sie noch nie gezeigt wurden, als Symphonie aus Licht, Farben und Klang. Abstrakte Bilder sind in der Galerie des Kunstvereins zu Rostock und der Hochschule für Musik und Theater in Rostock zu sehen. Für die Ausstellung Einblick hat Jacqueline Dur ihren chinesischen Kollegen Ming Ye eingeladen. Um komplizierte Metaphern auszudrücken, verwendet Ming Ye bewusst eine abstrakte Symbolik. Es geht um Selbsterlösung und eine damit einhergehende, ultimative, spirituelle Konsequenz, so der Künstler. Jacqueline Dur und Ming Ye arbeiten beide in ihren Fotografien mit abstrakten Inszenierungen. Schwerpunkt des Jahres 2022 sind im Kunstverein zu Rostock eine Reihe von Doppelausstellungen, zu denen Rostocker Künstlerinnen und Künstler jeweils einen Gast einladen können. Die Ausstellung ist bis zum 4. September in der Galerie zu sehen, bis zum 25. September in der HMT. Am 4. September dreht sich im Agroneum Altschwerin alles um die große Knolle beim Kartoffelfest. Am Vormittag wird die Kartoffelernte auf althergebrachte Weise demonstriert. Von Arbeitspferden gezogen, schleudert der Kartoffelroder die Ernte aus dem Boden. Und dann heißt es, alle Mann anpacken und einsammeln. Ansonsten gibt es noch Kartoffelweitwurf, Kartoffelsackhüpfen, Kartoffelschälen und einige Disziplinen mehr. Eine richtige Kartoffelrallye. Bunt und kreativ wird es auch in der Kartoffelwerkstatt. Und es gibt natürlich viele Kartoffelspeisen. Großes Highlight ist der bunte Festumzug durch Altschwerin mit geschmückten Erntewagen und knatternden Traktoren. Ein bisschen Kartoffelschnaps wird's wahrscheinlich auch geben. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.